Well, yo, wir sind mal nicht bei G61, sondern bei Wachskreuzte. Und Kais, was geht? Ist schön bei dir. Was hast du gemacht heute? Ich habe getoppt in Wiesbaden, Taunusregio. Taunusregio. Ich bin Sechster geworden. Nice, nice, nice. Die Mathe sieht cool aus. Sie ist brutal. Perfektion. Wichtig. Ich glaube, da hat jemand Starlight gezogen, hoffentlich. Hoffentlich nicht. Und was hast du gespielt heute? Tier, ich so. Bestes Deck? Ist okay. Ist okay? Komm, alles klar. Fangen wir mal an mit Deckfrei. Ja, genau. Also ganz normal Tier. Ich spiele drei Namen. Von jedem. Wegen Consistency und so. Die Leute sollen hier nichts sagen, von wegen Reinhardt. Zwei spielen oder so. Ich finde das wichtig. Für Fall und Follow-up oder so Sachen ist immer richtig gut. Perfekt. Genau, das war's mit denen. Dann Shizu spiele ich auch voll. Also ich spiele alle dreimal. Das war einfach so, ich habe mir nicht so viel Gedanken gemacht über die Liste. Ich habe einfach gedacht, komm mal, weißt du was, ich spiele alle so oft, weil damit Orange Light live ist. Falls ich nicht gegen Tier Shizu spiele, ich habe nicht einmal gegen Tier Shizu gespielt. Kein Match? Ja, genau, also gegen Tier habe ich gespielt. Aber dann bin ich trotzdem gegangen, weil ich wusste, ich habe Modora oder Kelgo. So, not bad. Ganz not einfach. Bad. Und dann habe ich so, weil die haben mich auch gerettet und auch für Consistency ist auch gut. True. Genau. Dann genau zwei Diviner. Ich habe nicht drei gemacht, drei ist zu viel. Brauche ich nicht immer. Aber das stark mit dem Baroness zu machen, ist unnormal krass. Und Stufe 2 für Wand. Und Stufe 2, du kannst so viel Fax mit dem machen. Das ist wahnsinnig. 11 Zirkon und so weiter. Dann drei Orange Light. Ja. Das ist krass, die Karte, weil außer Shifter und so habe ich zwar nie gehabt gegen Shifter, aber egal. drei Pearl Reno, Land. Gibt es nicht viel zu sagen, ganz normal Standard. Sucht halt. Insta-Fusion auch Standard. Quad-Buy, so wegen Shifter und Sachen. Und wenn ich die Kontrolle über das Spiel habe und Quad-Buy mache, dann juckt mich das nicht, ob ich von den Gegner einen Tiernamen mache. Dann scheiß ich immer drauf. Ja, klar. Dann zwei Stream. Drei ist mir zu viel. Ich dachte, zwei ist okay. Ein Heartbeat wegen so. Ist nicht schlecht. Also vor allem, wenn du milst auch richtig viel mit dem Deck, da kannst du die Traps hier auf dem Gravestone einfach auf die Hand nehmen. Und so Sachen wegen Mine, ich hab zwar keine bekommen, ja, doch einmal habe ich bekommen, aber ich hab trotzdem gewonnen. Und einzahlig einen Cram ganz normal, also Omni Negate und die muss man schon. Cram ist mittlerweile normal, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde nicht ohne spielen, das Omni Negate, den man suchen kann. Das macht halt schon mal tausendmal besser, das macht, ist viel schwieriger durchzukämpfen. Und du kannst deine Banish wieder zurückbekommen. Schön, schön. Genau, dann extra Deck, oder? Jo. Zwei Kikalos. Standard, ich spiele kein ein, einer ist zu wenig, falls der eine gebändigt wird durch irgendwas. Ja, so ist es nicht gut. Da kann man noch ein bisschen mehr machen. Kaleidot ein Rukalos, ganz normal. Ein Garuga Standard, Vagus AP, Standard Mudring. Da habe ich nicht einmal gemacht, ich kam nicht drauf, weil dafür müssen die in den Grave kommen oder Dark oder sowas. Ja, gut. Deswegen ist eigentlich egal. Genau, dann Redur Standard, Dweller Standard. Baguska, ich habe schon nicht gespielt, ich habe vergessen, den reinzumachen, ich habe gar nicht dran gedacht. Also, ich schwöre, Wallah, ich hätte den Safe reingemacht. Hast du 14 oder 15 gespielt im Excel? 15. Okay, zum Glück. Also, eine Baroness, Bruder, brutal, du kommst einfach auf diese Karte. Und Omni-Negate braucht dieses Deck auf jeden Fall. Also, mit Crime, du hast zwei Omni-Negates, ist zu krank. Ein Dark, Standard, 11, Sprint muss man. Das ist einfach Tierlimit Sprint, oder? Ja, ja, auf jeden Fall nicht schlecht. Also so, die braucht man auf jeden Fall, also vor allem 11 und Dark Standard. Eine Goddess, out für Avramax und so Sachen. Ja, aber Avramax ist auch zu heftig. Ja, ja genau, Avramax kann man dort outen. Und die ist auch an sich nicht schlecht, also für Game Games auch total. Und eine außer. Weil so, die ganzen Shizus der Erde sind. Du kannst die Shizus holen, theoretisch, bevor du richtige Tierplays machst, damit du dem seine Crow bekommst. Das fair. Aber kam nicht einmal, weil ich einmal gegen die Shizus gespielt habe. Genau. Dann die außer Kontakt Seba direkt. Side Deck. Beste Karte für Game. Hey, 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 hey. Wie hast du jetzt gewonnen wegen Scattershot? Einmal. Aber ich hätte, sagen wir mal, die Zeit wäre also egal gewesen, hätte ich safe auch gewonnen. Ich hatte zu viel. Ja, okay. Aber Scattershot habe ich direkt mit Sharon gemüllt. Wer kann. Drei Cherries ist gut. So. Aber immer als ich geworfen habe, habe ich verloren. Das ist so Standard. Dreimal Droll. So wegen aller möglichen Art von Karten und so weiter und so fort. Decks, auch gegen Flander richtig gut, der rettet dich. True. Vor allem gegen Flander brauchst du mehr. Ich habe noch ein Heartbeat für Mine, Necrodex. Darkula, keine Ahnung, wahrscheinlich gegen Sprite, mach Schrein, so, wenn die Schildkröte legen oder sowas. Was ich jetzt einmal gemacht habe. Was ich einmal abbekommen habe. Drei Evenly. Ich glaube, ich würde die rausmachen für Raigeki oder so wegen Flander. Mhm. Weil, so natürlich gegen Necrodex ist gut, aber mein Deck ist viel zu viel. Also ja, dein Deck ist krasser, in der Regel. Und ein Lingo-Rebel, falls ich Iblilock bekomme, habe ich noch Hänger. Ah, du meinst Iblilock? Iblilock. Wollte ich nicht bekommen.
kam aber nicht einmal. Aber ich habe den trotzdem einmal reingeslidet, weil ich kann ja auch so Aussa oder so. Dueller kann ich rausmachen gegen Sprite oder sowas. Ja, egal. Deswegen, so. Ich hätte auch theoretisch eine Pointer spielen können oder sowas, aber ich dachte mir, scheiße. Hast du? Ist egal. Ja, ja. Ja, weil die Sache ist, mein Deck ist eh going first. Ich würde meistens nicht mal was wirklich ändern, weil du. Ja, das gibt eigentlich auch nicht viel zu ändern, finde ich. Ja, das Deck macht es eigentlich schon von alleine. Genau, das war's. Hast du? Das war's. Irgendwelche letzten Grüße. Boah, ja, viele. Viele. Grüße an Team Einphase. Tschüss! 69. Also was Yugi angeht, alle meine Dings, alle von JK, die Jungs, alle Grüße, die nicht dabei sind leider. Grüße an meine Freundin und Grüße an meine Jungs aus Hochheim, meine Freunde, die mich immer unterstützen. Und nicht nur aus Hochheim, allgemein meine ganzen Freunde. Jeder weiß, wen ich meine. Ja. Deswegen, dieser Sieg, dieser sechste Platz für euch. Also für euch alle. Grüße noch an Gear61, die sind korrekt. Gear61. Ja, sag mal 1 oder 60, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, Bro, das ist egal. Korrekte Jungs, auf jeden Fall. Und genau, Grüße an die auch raus, an die ganzen von Gear61. Und zu guter Letzt, Grüße an Nick, der spielt gerade YCS. Wichtig. Grüße an Nick und André, André spielt auch YCS. Echt, der spielt? Geisteskrank. Alles klar, Dankeschön, es hat sehr gefallen. Mein Faser, let's go. Tschüss.